Jo, ein wunderschönes Replay mit meinem KV2 in einem 6er Gefecht. Okay, schauen wir an, wie es verläuft. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als wie ein KV2 als Top-Tier in meinem 6er Gefecht. Vieles ist ein One-Hit, was wir auch dann später im Replay sehen werden. Habe ich echt Glück gehabt, dass ich meinen Teamkameraden nicht weggefetzt habe. Aber passiert ab und zu. Jetzt nutzt der T-150 den defekten Panzer als Deckung. Das Problem ist, damit blockiert er komplett die Durchfahrt. Das heißt, hier kommt man relativ schlecht wieder weiter. Gut, das war jetzt Nummer 2. So, an der Stelle schräg rausfahren bringt nichts, weil garantiert im Hintergrund mehrere Panzer stehen. Deshalb Sidescrap, fahr euch rückwärts rauf. Und man hört da schon die ersten Bouncer. Ja, die Nachladezeit von 20 Sekunden ist halt relativ lang, deshalb immer wieder schön verstecken. Und dann nur wieder raus, wenn man fertig geladen hat. KV1 versucht es mit HE. HE macht natürlich Flächenschaden und macht natürlich immer Schaden. Aber der Churchill 1 wird jetzt auch. Oh, jetzt kommt noch einer hereingefahren. In dem Falle hat er den Kill verhindert. Hat seinen Teamkameraden gedeckt. Ja, meine Lebenspunkte schwinden langsam und jetzt mache ich einen Fehler. Ich fahre hier direkt gerade raus, weil ich nicht gedacht habe, dass direkt an der Seite jemand steht. Und kriege natürlich auch gleich eine eingeschenkt, aber natürlich auch dieser war ein One-Hit.
So, das war Nummer 5, der KV-1. Einen Kill noch bis zum Krieger. Es sind noch zwei Gegner im Spiel. Vielleicht klappt es ja noch. Und da ist die Arti und weg. Das heißt 6 Kills. Schauen wir noch, wo der T-34 sich rumdrückt. Gut, der T-34 ist ganz am Ende der Map. Also nicht mehr zu erreichen. Für mich. Ja, das war's. Schauen wir noch einen Blick auf die Stats. Ja, kommen wir zum Gefechtsergebnis von eben. Ein Panzerass ist es natürlich geworden mit 49.214 Credits. 36.600 netto, das ist eigentlich ein sehr guter Wert. Einmal den Krieger für 6 Gegnerfahrzeuge vernichtet, das Großkaliber für 2.742 Damage. Ja, 22 Module oder Besatzungsmitglieder zerstört, 9 Treffer. Schauen wir Teamauswertung noch an. Teamauswertung 1367 Basiserfahrung, mehr als das Doppelte vom Zweitplatzierten entfernt. Ja, ansonsten 10 Schüsse abgegeben, einer ging daneben. Das war der, der fast meinen Teamkameraden zerfetzt hätte. Ansonsten 9 Treffer gelandet, einmal Flächenschaden. Ich vermute, das war die Arti, weil die war unangeaimt. Die ist wahrscheinlich nur vom Splash kaputt gegangen. Ja, ansonsten ein sehr, sehr schönes Gefecht mit dem KV-2. Und also der KV-2 gehört eigentlich, denke ich mal, in jede Panzersammlung. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like hier oder wenn ihr wollt auch ein Abo. Vielleicht kommen demnächst noch mehr Videos von mir, die eigentlich schöne Gefechte zeigen. Bis denn, ciao!